Hallihallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DAX-Tobi. Wir gehen doch heute dann gleich mal in die Vollen und legen mal so richtig schön los mit den Neuigkeiten und ein paar kleineren Updates, die diesen Kanal betreffen, beziehungsweise den Inhalt, der auf diesem Kanal vorzufinden ist. Und wieder einmal bin ich mit meiner 2013er Fuzzi alias der Honda MSX 125, besser bekannt auch als Honda Grom, unterwegs. Ich drehe eine kleine Runde in der Frühlingssonne, fahre ein bisschen über Land, fahre, wie ihr sie unschwer erkennen könnt, mal wieder an Löwenzahnfeldern vorbei. Ja, dann legen wir doch mal gleich mal richtig los. Ich gehe mal hier jetzt ein klein wenig auf die Neuigkeiten ein, die dann diesen Kanal betreffen, beziehungsweise was ihr dann hier demnächst an Content vorfinden werdet. Und ich möchte auch ein bisschen Bezug nehmen auf einen Kommentar, den ich hier kürzlich gelesen habe. Da hat mir einer meiner treuen Zuseher geschrieben, ich sollte mal ein bisschen lockerer werden, es wirkt bei mir immer alles so steif. Also zum einen sei mal gesagt, grundsätzlich ist es doch niemals verkehrt, wenn irgendwas steif ist, das ist so meine Einstellung. Und eben mit dieser Steifigkeit oder auch wenn es so ein bisschen steif rüberkommt, zum Beispiel so ein Schrauber-Tutorial, es ist einer gewissen Seriosität geschuldet. Also ich kann hier nicht so umeinander kaspern und dann neben zu den Schraubenschlüssel schwingen, das Werkzeug durch die Gegend schmeißen auf artistische Art und Weise. Ich könnte es so natürlich auch machen, aber glaubt mir Leute, sowas wollt ihr gar nicht sehen, wenn ich mal so richtig aufdrehe. Weiters hat dann dieser Zuschauer geschrieben, ich sollte mal längere Videos machen, meine Videos wären immer so mega kurz. Naja, das ist jetzt auch wieder einer Tatsache geschuldet und zwar, da kann ich auch nur wieder von mir selbst ausgehen, beziehungsweise ich kann auch nur eben das machen, was ich Feedback kriege von meiner Zuschauerschaft. Bei mir selber, da ist es so, also wenn ich irgendwie YouTube-Videos angucke, dann lautet bei mir das Motto immer, in der Kürze liegt die Würze, fasse dich kurz sozusagen, ja. Es gefällt mir immer besser, wenn kurzweilige Videos irgendwo dann eben hochgeladen werden, die ich dann anschaue, weil die wirken weniger langweilig irgendwie. Oder, ja, wie soll ich das noch weiter beschreiben? Oder auch zum Beispiel bei einem Schrauber-Tutorial, auch da halte ich mich relativ kurz und da kommt dann vielleicht eben diese Steifigkeit dann auch so rüber. Ich möchte halt niemanden damit langweilen und ich kann auch wirklich eben dann zum Beispiel die einfachsten Handgriffe dann nicht wirklich dann auf unendliche Szenen dann ausdehnen, dass die Szenen dann wirklich minutenlang sind und eben wirklich in diesem Sinne dann gar nichts Neues bringen oder gar keinen Vorteil dem Zuseher. Dem Zuseher wird es dann vielleicht eher so vorkommen eben, ich möchte ihm seine Zeit stehlen. Die Zeit ist das Kostbarste, was wir haben im Leben und deswegen möchte ich niemanden lange aufhalten und vor allem nicht langweilen, weil Langeweile ist auch mit das Schlimmste, was man tun kann. Ich möchte dann noch Bezug nehmen auf einen anderen Kommentar, den ich hier gelesen habe. Den fand ich im Übrigen nicht besonders gelungen, diesen Kommentar, und von daher ist er dann auch im Papierkorb gelandet, also den habe ich kurzerhand gelöscht. Ich antworte ja gern auf Kommentare, aber ich habe mir abgewöhnt, dann zum Diskutieren anzufangen. Und wenn dann eben wirklich so ein Kommentar, der in meinen Augen wirklich fast schon eher an Beleidigung grenzt, dann kommt, der wird kurzerhand gelöscht, ohne große Diskussionen, fertig. Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, was ich mache und vor allem wie ich es mache. Das bleibt letzten Endes jedem selbst überlassen. Das ist meine Einstellung, das war immer schon meine Einstellung, das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich absolut ein Feind von Kritik bin. Ich bin immer ein großer Freund von Kritik, solange es konstruktiv bleibt. Solange es aber dann in die destruktive Schiene rübergeht, dass man mir einfach nur sagt, hey, das ist Scheiße, und dann noch nicht mal die Begründung dazu weiß, dann ist es so, dann geht es so für mich eher in die Richtung, dass es eher dazu gilt, mich mies zu machen, meine Leistung klein zu reden oder mich zu beleidigen oder mich demotivieren zu wollen. Und auf sowas, da habe ich ehrlich gesagt gar keine große Lust. Aber gut, dann bin ich mal zumindest jetzt mal auf die letzten Kommentare eingegangen und demnach wäre es dann noch Zeit für ein paar kleinere, neuere Updates, über die ich euch kurz berichten möchte. Mit meinen Moped-Projekten geht es ständig voran, also es kommen bei mir fast täglich neue Teile an. Ich kriege auf alle Fälle im Wochenrhythmus neue Pakete mit Teilen drin, die ich dann wieder an meinen Mopeds verbauen kann. So langsam aber sicher wird ein Bike nach dem anderen fertig gemacht.
dass ich dann bald mal wieder was zum Fahren habe. An der Pussydax zum Beispiel, da steht auch noch eine größere Instandsetzung an. Das wird auch wahrscheinlich dann mal so eine Aktion von mindestens ein, eher zwei Tagen. Die kriegt ja ein neues Motorgehäuse, weil ich habe ja in einem Video darüber berichtet, wie ich da eine Schraube sozusagen das Gewinde abgerissen habe. Und exakt eben an einer Schraube, wo eben das Gewinde ziemlich schwer zum Reparieren ist. Woraufhin ich mir dann eben eine andere Lösung überlegt habe und die werde ich euch dann auch demnächst präsentieren. Freut euch auch in dieser Sache dann eben über ein kurzweiliges Video, so viel kann ich jetzt schon mal versprechen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch mal wieder nicht gelangweilt. Bleibt meinem Kanal treu. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr vielleicht demnächst hier mal auf diesem Kanal sehen wollt oder was ihr noch für Ideen anzubieten habt, über die ich berichten könnte. In diesem Sinne, ciao ciao und bis zum nächsten Mal, euer DaxTobi.